Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FTB Infinity Light. So, ihr seht, es sieht ein kleines bisschen anders aus. Ich habe mal ein bisschen mit einem Texture Pack rumgespielt, und zwar Litos. War das? Ist das? Genau. Weiß noch nicht so genau, ob sie mir gefällt. Ich werde es jetzt mal ein, zwei Folgen laufen lassen und dann vielleicht mal nach was anderem gucken. Könnt ihr mir mal in die Kommentare unten drunter, also da drunter, gucken und schreiben, ob euch das vielleicht gefällt oder nicht. Macht aber auch nichts. So. Des Weiteren war ich zwischen den Folgen ein bisschen auf Wanderschaft. Sieht man hier noch ein paar Flecken, warum man das jetzt hier leider nicht ganz sieht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, hier war ein Dorf. Da oben war ich. Also ich habe hier quasi einmal eine Rundreise gemacht. Komisch, dass man es nicht sieht, aber ist egal. Und habe natürlich auf der Rundreise auch ein bisschen was mitgebracht. Das sieht man hier. Ein paar Bienchen, ein paar Bäumchen, also Setzlinge, Bienenhaus und noch ein paar so Kleinigkeiten. Und ich habe auch noch so einiges einstecken, weil ich da so einiges gelootet habe. Das da hier wollte ich dann mal ausprobieren. Und ich habe Wolle dabei, das ist gut. Wolle ist sehr gut. Und zum Sortieren von den Kisten bin ich natürlich nicht gekommen, ist klar. Ne? So, dreimal Wolle. Und dann brauchen wir ein bisschen Holz. Haben wir davon irgendwo noch Holz? Da sehe ich doch noch Holz drauf liegen. So. Und dann nehmen wir uns da dreimal Wolle. Können wir uns zumindest mal ein Bett machen, mit dem wir mal die Nacht überspringen können. Da stellen wir uns einfach mal. Auch da stellen wir uns dahin. Genau, das ist doch hübsch. Ich sehe da gerade was. Warum ist denn bitte schön kreativ an? Warum ist kreativ an? Verdammte Scheiße, das habe ich doch gar nicht angehabt. Mann. Ja. Dreimal, dreimal, viermal, fünfmal. Hä? Okay, gut. Zur Sicherheit. Genau, so, zur Sicherheit. So, das Bett. Entschuldigung, schmeißen wir gleich weg. So, weg. Wenn irgendwas zu viel war, dann sagst du mal Bescheid, bitte. Habe ich gerade nicht geschnallt. Ist aber auch schon spät am Abend. So. Ist denn schon morgen? Ja, es ist morgen. Ah, strahlender Sonnenschein. Sehr schön. So, was wollten wir denn heute machen? Einiges. So, Punkt Nummer 1. Ich wollte mit euch zusammen... kann ich da noch... nee, da geht ja gar nichts mehr rein. Verdammte Axt. Mehr Brot. Okay. Das und das. Können wir mal einschmelzen. Das brauchen wir nämlich so nicht. Habe ich noch eine Armor in der Form? Sehe ich gerade keine. Gut, okay. Dann versuchen wir das mal einzuschmelzen. Haben wir noch genügend Lava im Tank? Könnte reichen. Geht das? Geht. So, hoffe ich, dass es geht. Zinn haben wir noch, Gunpowder, wir haben alles mögliche da. So, was ich nämlich machen wollte mit euch zusammen, ist, ich fange immer wieder an und höre dann auf. Part Chest, okay. Ich habe noch ein bisschen Lava da, das ist gut. Genau. Wir brauchen aber mehr, wir brauchen... Oh, okay, gut. Quantum. So, weil da gibt es nämlich ein ganz tolles Tool, das nennt sich Quantum Tank. Und da wollte ich mal einen bauen. Da brauchen wir dreimal Obsidian, dafür brauchen wir dreimal Lava. Weil ich Obsidian nicht mit der Hand abbauen möchte. Haben wir noch? 1, 2, 3. So, dann haben wir genügend Eimer. Nicht da, sondern da bitte. Gut. So. Dann haben wir Eier. Dann müssen wir da nochmal den Weg runtergehen, weil den habe ich leider auch noch nicht ausgebaut. Es ist noch alles ein bisschen im Texturenpaket ein bisschen ungewohnt. Weiß nicht, ob es drin bleibt. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Was fragt ihr mich denn? Hallo? Nicht mich fragen. Ich bin der falsche Ansprechpartner hier. Nein, ich bin der richtige Ansprechpartner, schon klar, aber... So. Und da hinten gab es Lava. So, zwei Eimer, einmal, zweimal. So,
und gleich wieder zurück, weil hier ist es noch nicht sicher, das weiß ich. So. Ja, die Hüpferei hier ist ein bisschen nervig. Da kommt eine Leiter hin, glaube ich. Oder irgendwas anderes. Also im Moment weiß ich noch nicht genau. Leiter ist die einfachste Variante, die können wir auf jeden Fall machen. Da kommen wir dann sicher rauf und runter. So, sind aber gleich oben. So. Dann können wir nämlich mal schauen, was da draußen die Lava macht. Halt hier. So. Außerdem ist die Bude hier noch, also noch so ein kahler Boden ist ja alles ein. So, schauen wir mal, was wir drin haben. 8 Ingots. 8. Ehrlich. 8 Gold, 8 Eisen. Haben wir noch einmal Gold und einmal Eisen? Eisen hatten wir doch noch, genau. Einmal Eisen. Gold haben wir nicht mehr. Habe ich kein Gold mehr? Doch, da Gold. Da bräuchten wir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach komm, das gießen wir dann später raus. So. Okay. Schmeißen wir erstmal den einen Eisenbarren noch rein. Hatte ich nicht noch einen Lava-Eimer? Oder bin ich gerade bloß wieder blind und sehe es nicht? Da ist er. Da ist der dritte Lava-Eimer. So. Die brauchen wir gleich. Aber ich euch nämlich was zeigen wollte, was Hübsches. Hat mir gut gefallen. Fand ich einfach praktisch. So. Komm, schneller. Schneller. Na los. Na komm. Kriegst du jetzt noch fertig. So, jetzt haben wir einen Block Eisen. Den können wir mal gießen. Ja, ist ja gut. Gleich haben wir's. So, und jetzt machen wir Folgendes. Wir lagern in unseren Tank 1, 2, 3 Eimer Lava ein. Wieso machen wir sowas? Weil wir noch 3 Eimer Wasser hinterher schütten. Und dann wird er gleich sehen, was rauskommt. 1, 2, 3. Die Eimertextur finde ich ja fast hübsch. So. Dann schütten wir zu der Lava 3 Eimer Wasser. Und was haben wir? 3 Blöcke Obsidian. Huhu, cool. So. Also, so kann man sich schön einfach Obsidian herstellen. Ohne es ewig und 3 Tage abzubauen. Die Abkühlzeit geht eigentlich. Das geht. So, 1. Und. 2. Und dann lassen wir nochmal laufen. Na los, komm. Damit haben wir das. Gold ist noch in der Schmelze drin, aber ist okay. Brauchen wir gerade nicht unbedingt. So, und dann wollten wir uns zu einem komischen Quantum Tank bauen. Da brauchen wir noch 5x Eisen, was ich nicht einstecken habe. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Und dann darauf. Einmal in die Mitte. Obsidian nach oben. Und 5 Eisen drumrum. Und wir haben einen Quantum Tank. Sehr schön. So. Und wir haben keinen Platz im Inventar, wie üblich halt, ne? Das schmeißen wir mal alles da irgendwie rein. Da müssen wir nämlich uns noch was überlegen, wie wir das machen. Haben wir noch Platz? Ja, haben wir noch Platz. So. Wolle können wir auch noch reinpacken. Wolle. Aluminium gehört da nicht rein, aber ich wollte es euch zeigen, dass wir das alles gefunden haben. Gut, okay. Hier noch irgendwas Metallisches? Nein. Da noch was Metallisches? Nicht auf den ersten Blick. So, schmeißen wir das da hinten rein. Das brauchen wir gerade
nicht. Das rein, das rein. Block of Iron. Nickel. Zack. Können wir hier auch mal wieder ein paar Torches machen. Aber gut. So, jetzt müssen wir noch einmal runtergehen. Tut mir leid, wenn es euch jetzt schwindelig wird. Das ist aber leider ein Muss. Da müsst ihr jetzt leider durch. Weil wir brauchen ein bisschen Lava. Und genau dafür haben wir uns den Quantum Tank nämlich gerade hergestellt. So teuer war der eigentlich gar nicht, finde ich jetzt. Also ich finde ihn eigentlich sehr günstig. Ich darf es aber sowas immer nicht so laut sagen, weil sonst schreit wieder die ganze Welt auf. Kannst du nicht sagen, machen sie mich gleich wieder teurer. Kann passieren. So. Und jetzt füllen wir das Ding einfach auf mit Lava. Schauen wir mal, wie viel Lava wir da rauskriegen. Reicht aber auf jeden Fall eine Zeit lang, um unsere Schmelze zu betreiben, hätte ich gesagt. So. Warum mache ich nicht eigentlich beide Eimer voll? Brauchen wir nicht so oft drehen. Wird euch ein wenig schwindelig. Ist okay. Dann noch ein. Da war noch einer. Da ist noch einer. Sehr schön. Immer her mit der Lava. Wir nehmen sie. Wir nehmen sie in jede Menge. So, das war's dann mit dem Lava-Zauber. Gut. Machen wir mal noch die letzte Fackel rein, die wir haben. Wenn wir schon da sind. Wenn wir schon da sind. Ein bisschen können wir mitnehmen. So, dann schauen wir mal hier. Wir haben jetzt 48 Kilo-Milli-Buckets. Gottes Willen, also 28 Buckets. So, jetzt haben wir den Tank einstecken und der Tank behält. Ich möchte bloß mal ein bisschen hier aus dem Eck raus. So, und der Tank behält seinen Inhalt. Sehr schön. Wie viel da wirklich reingeht, keine Ahnung, aber da muss unglaublich viel reinpassen. Deswegen können wir den einfach mal so unter den Arm klemmen. Mitnehmen, jetzt haben wir erstmal 28 Buckets an. Oh ja, Lava. Ja, komm, darauf. Und dann können wir uns da oben dann mit unserer Schmelze und mit allem Möglichen und mit Energie beschäftigen und ach, Zeugs und war. Das ist doch wunderbar. So mag ich das. So. Und vor allem wollen wir langsam auch mal zu solchen komischen Bereichen kommen wie Technik. Oh, Gottes Willen, Technik. Wer macht denn sowas? So. Lava. Es wird dunkel. Jetzt können wir uns nämlich auch endlich hinlegen, nachdem ich ein paar Schafe gefunden habe. So, legen wir uns mal hin und schlafen den Schlaf der Gerechten, der auch viel gearbeitet hat. So, Lava-Hammer. Stellen wir den neben den. Komm, stellen wir es da daneben. Da. Da stellen wir es hin. So, da haben wir die Lava. Wunderbar, können wir auffüllen. Das ist da noch drin, nicht viel. Haben wir noch die Form Ingot Cast, können wir mal reinlegen, können wir mal nebenbei ein bisschen Gold noch schmelzen. Eigentlich, ne? Wir können es auch gleich automatisieren, wenn wir schon dabei sind. Pfeift doch die Wand an. Pfeift die Wand an, lass gut sein. Wir brauchen nur ein bisschen Holz. Dann brauchen wir Eisen. Eisen. Nur noch vier Stück. Also, nein, ich habe ja noch einen Block hier liegen. So, den Block wandeln wir mal um. Jawohl. So. Und wenn sich nichts geändert hat, dann können wir uns jetzt hier eine Kiste bauen. Die sieht gut aus. Und dann. Wir brauchen zwei Kisten. Oder? War das nicht so? Hm?
Stimmt immer noch. Stimmt immer noch. Cool. So. Ich bin voll der Minecraft-Pro. Unglaublich. Tja, dann machen wir Folgendes. Dann stellen wir die Kiste rein. Und dann machen wir hier einen auf den da. Und dann legen wir das und das hin. Und dann können wir hier mal ein bisschen rumklicken. Zumindest schon mal eine Arbeitserleichterung. So, sehr schön. Gefällt mir. So, wir müssen uns mal ein bisschen um ein Thema kümmern. Wenn wir mit irgendwelchen Mods arbeiten wollen, brauchen wir sicher doch irgendeine Form von Energie. Und Energie gibt es viele Möglichkeiten zu produzieren. Es gibt hier Industrial Craft, es gibt hier Mechanism, es gibt hier Simple Generators, glaube ich, heißt das andere noch. Und ich wollte auch gleich noch mal ein bisschen Eisen schmelzen. Wenn wir schon mal da sind, packen wir das mal wieder rein. Eisen. Mhm. 18. Das sind 4 Blöcke Eisen, die dann dabei rauskommen müssten. Irgendwas. Nein, 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 kein Cobblestone, nicht Cobblestone. So. Habe ich jetzt hier einmal auch weggelegt? Nein. So. Schauen wir mal, ob das geht. Ha, geht. Wunderbar. Dann füllen wir mal hier auf. So. Komm. Ein Eimer geht noch rein. Jawohl. Und eine Beere in ihren. Kann der Honig hier? Den kann mir nicht verwehren. So. Ein paar Beeren reinpfeifen. So, du schmilzt. Wunderbar. Dann können wir gleich Blöcke gießen. Haben wir wieder ein bisschen Eisen. So, wir hatten gesagt Generatoren. Generatoren. Generator. So, und zwar gibt es den Mod Simple Generators. Da gibt es einen Furnace Generator. So zu bauen. Stone, Furnace, Eisen, Block of Redstone. Simple hätte ich gesagt, oder? Machen wir uns. Deswegen auch der Aufwand hier ein bisschen, aber egal. Redstone müssen wir haben. Steine weiß ich nicht, ob wir da haben. Machen wir die Tür wieder zu. Könnte ja ungebietene Besuch kommen. Nö. Na, einer noch. So. Packen wir es mal in den Ofen da oben rein. 8 und einer. Geht. So, Redstone hatte ich schon ein bisschen besorgt beim Minen. Genau, Redstone haben wir. Was habe ich da gehört? Aber egal, vielleicht war es auch nur eine Mutmaßung. So, das haben wir. Dann brauchen wir noch einen Furnace. Den haben wir auch. So, schauen wir mal. Furnace in die Mitte. Redstone-Block nach unten. Dann noch ein bisschen Eisen. Und dann die gebrannten Steine. Einer noch bitte. Nun komm, schneller. Na los, mach hin. So, 4 Steine. Die 4 Steine kamen in die Ecken. Hat man noch so viel Eisen da? Jo. 3 Eisen. Ja, ich liebe diese kurzen Wege. So. Und damit haben wir schon unseren ersten Generator. Cool. Ein Furnace Generator MK1. Den gibt es auch als MK2. Wenn man sich das Rezept anschaut, braucht man 8 Stück davon plus Dragon's Breath. Dragon's Breath, da wird es dann schon langsam kompliziert. Und hier gibt es das Kleinste nochmal mit nochmal Dragon's Breath. Und dann kann man das Ganze als MK3 machen. Gibt es auch als Ender Generator für Ender Pearls. Gibt es als Culinary Generator. Muss man irgendwelche Nahrungsmittel reinwerfen. Lava Generator natürlich mit Lava, Nether Star Generator mit Nether Stars. Wir machen uns den ganz einfachen. So. Den stellen wir mal dahin. So, sieht hübsch aus. Cool. Einmal Kohle reinwerfen. Und dann sieht man hier, das Ganze dauert nur ungefähr 24, war das jetzt 24 Sekunden? Ich glaube schon. 24 Sekunden, in denen er 64 RF produziert. Die Anzeige hier ist ein bisschen, naja. Doch, stimmt.
Es ist ja 1 Million Kapazität, also das ist schon heftig viel. 1 Million Kapazität. Ah, oh, ist okay. So. Und was machen wir mit der ganzen Energie? Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung und da werde ich mir bis zum nächsten Mal noch was einfallen lassen. Ich wollte euch ein bisschen hier das mit der Schmelze zeigen. So. Was haben wir jetzt drin? Kann man nochmal neu nachlegen. Den Quantum Tank haben wir heute gemacht. Wie man Obsidian in der Schmelze herstellt, finde ich echt cool. Also gefällt mir. Muss man nicht ewig unter 3 Tage abbauen. Und eine Sache wollte ich noch ganz kurz nachschauen, während ihr hier abkühlt. Gibt es denn in diesem Modpack noch mein geliebtes Alumite? Nein, gibt es nicht mehr. Schade aber auch. Schade, Alumite gibt es nicht mehr. Ja, das heißt, wir müssen uns eventuell noch mal ein bisschen Obsidian machen. Und vielleicht mal auch in den Nether gehen, weil wir wollten ja dann uns noch irgendwann bessere Werkzeuge machen. Kobalt, Ardite, Malylün, irgendwas in der Richtung. Müssen wir uns noch irgendwas überlegen, was wir da machen. Kriegen wir aber noch. Und dann noch die Frage, mit welchem Technikmod wir weitermachen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Da wir jetzt ein bisschen Strom haben, nicht viel, aber zumindest schon mal ein bisschen was, ne? 64 RF pro Tick finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Also Ender.io bietet uns von Anfang an deutlich weniger. So, also wir haben die Möglichkeit, wie schon gerade erwähnt, mit Ender.io anzufangen. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Da brauchen wir quasi jetzt dann den Alloy-Smelter. Wir brauchen, wo haben wir sie denn? Na, die Icons sehen anders aus. Graphical Power Monitor, da, SegMill wäre eine Variante. Wir können mal ganz kurz gucken. SegMill ist eigentlich vom Rezept her überschaubar. Das Maschinenchassis ist ein bisschen teuer, weil da das da dazu kommt. Aber auch das geht alles, ne? Wir könnten mit IC2 arbeiten. Weiß nicht, ob wir damit anfangen sollen. Und wir können natürlich auch, worauf viele Leute stehen, mit Mechanismen arbeiten. Ich würde sagen, wir gehen mal den Mechanismenweg, auch wenn es nicht unbedingt mein geliebtester Weg ist. Ich versuche den Mod immer ein bisschen zu umgehen, weil ich nicht so der Fanboy davon bin. Gebe ich ganz ehrlich zu. Aber er bietet ganz viele Möglichkeiten. Und warum sollen wir die ganz vielen Möglichkeiten nicht einfach mal zeigen, was man hier alles machen kann damit? In diesem Sinne würde ich sagen, schauen wir uns das nächste Mal Mechanismen an. Wenn es euch gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Ihr könnt auch keine Kommentare schreiben, die lese ich natürlich gerne und beantworte ich gerne. Ansonsten bleibt mir nur noch eins zu wünschen. Habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.